Max Versicherungsbroker AG habe ich zusammen mit Kollegen gegründet und seitdem operativ geführt. Es ist also wie ein Baby für mich. Aus diesem Grund war für mich ein Verkaufsentscheid emotional sehr schwierig gewesen. Eigentlich wollten wir gar nicht verkaufen. Das Angebot von Verlenk ist eigentlich auch zu früh gekommen. Aber es war attraktiv gewesen. Nicht primär aus finanziellen Gründen. Es ist klar, es hätte auch stimmen müssen. Der Preis war fair gewesen. Aber vor allem aus strategischer Optik. Die Möglichkeit, gemeinsam mit einem unabhängigen Broker den Schweizer Markt aufzumischen, ist attraktiv. Für die Mitarbeitenden, denen können wir jetzt eine Perspektive geben, um für mich die Gruppen als CEO dürfen zu führen. Wir als Gründungsaktionär sind deshalb wirklich hin- und hergerissen gewesen. Ist es doch auch das einzige Mal, vermutlich, dass wir eine Firma verkaufen. Der ganze Prozess, vom ersten Kontakt bis zum Handshake, zum Vertrag, zum Vollzug, das war wirklich eine emotionale Achterbahn für uns alle. Aus diesem Grund waren wir mega froh, dass wir mit dem Beat Brechbühl und Keller Hals Garar einen sehr erfahrenen Sparringpartner an der Seite haben. Ein Coach, der uns zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung gestanden ist. Er hat uns challenged und unterstützt. Eben nicht nur rechtlich, ich glaube, das darf man eher erwarten, sondern eben auch strategisch-taktisch bezüglich am Loslassen. Am Ende kann ich sagen, hat sich der Nervenkitzel und der Sondereffort gelohnt. Wir als Verkäufer, Verlenk als Verkäufer und das ganze Team, wir sind mega happy mit dieser Lösung.